Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 23. November 2016 erschien dann mit Drache Unser ist ein Feuer das angekündigte Video über Religion. Die Religion der Drachen ist eine ehrwürdige und alte Art des Glaubens. Auch headbangte Rainer an diesem Tag zu Sabaton. Am 24. November filmte er sich beim Autofahren in Nürnberg. An diesem Tag erschien die Dokumentation Drachenlord vs. Hater, wenn Cybermobbing Realität wird, auf dem YouTube-Kanal Y-Kollektiv, welcher auch zum Funknetzwerk gehört. In der Dokumentation wird Rainer zwar hauptsächlich als Opfer dargestellt, doch obwohl Rainer nicht mit ihm zusammenarbeiten wollte, da er fürchtete, noch mehr negative Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, fuhr der Journalist Dennis Leifels nach Altschauerberg. Deswegen wurde ihm von einigen Seiten auch vorgeworfen, nicht besser zu sein als die Hater. Im nächtlichen Stream behauptete Rainer, mit rechtlichen Schritten gegen die Macher der Dokumentation vorzugehen. Dann erklärte er, Durchfall zu haben. Und nein, ich habe die Dokumentation nur zur Hälfte gesehen. Und schon was gegen die ganze rechtlich unternommen. Und den flotten Otto habe ich im Moment auch anscheinend. Keine Windel an, ich habe eine Decke um mich gewickelt und zusammengebunden. Kauf dir meine Hose, ich habe eine Hose an, Alter! Am 25. November erschien das Video Fragen an Aiblali, bekomme ich Antworten. Darin beschwert er sich hauptsächlich darüber, dass Aiblali ihn für arrogant hält und lädt ihn auf ein persönliches Treffen ein. Deswegen jetzt hier die Frage, warum hältst du mich für arrogant, nur wegen meinem Handeln? Finde ich nicht wirklich gerecht. Rainer ging auch davon aus, wenn nur einer der größeren YouTuber ein Video mit ihm machen würde, dann würde der Hate zurückgehen. Im Stream behauptete Rainer, sollte morgen niemand zum Posterverkauf kommen, dann würde er bald keinen Strom mehr haben. Am 26. November erschien dann Fragen an Gronkh, bekomme ich Antworten. Rainer beschwert sich über Gronkhs Antwort auf seinen Tweet am 4. September und lädt auch Gronkh zu einem persönlichen Treffen ein. Am 27. November zeigte Rainer in einem Video, wie er einen Adventskranz bastelt. Am 28. November enthüllte er auf Twitter, dass die Rechtschreibprüfung seine Rechtschreibfehler zwar erkennt, aber er zu faul ist, sie auszubessern. Am 29. November offenbarte Rainer in dem Video Infos, langsameres Internet, Strom und PC, dass er sein Geld für Strom ausgegeben hatte und deswegen sein Internet nun wieder gedrosselt sei. Am 30. November äußerte er die Vermutung, dass jemand über YouNow seinen Browser hackt. Aiblali offenbarte in seinem Stream, dass er Rainer für arrogant hält, unter anderem wegen Vorfällen wie damals, als Rainer eine freundliche Einladung zum Grillen ausgeschlagen hatte. Ursprünglich hatte er Rainer für die Roast Yourself Challenge nominiert, damit Rainer einmal die Chance hätte, Selbstironie zu beweisen. In der Nacht auf den 2. Dezember 2016 gab es dann erneut einen Stream. Weißt du, bring dich um, nennst du dich. Was machst du, wenn ich mich wirklich umbringe? Dann bist du dran schuld. Ich hoffe, du wirst dein ganzes Leben lang, wenn du sowas den Leuten sagst, hoffe ich, wirst du irgendwann mal einer machen und dann wirst du dein Leben lang nicht mehr froh, Alter. Ich hoffe ernsthaft, dass du dein Leben lang Depressionen hast deswegen. Ey, ich bin 27 Jahre ohne Sex, ja. Also werde ich auch mal einen Tag oder mal eine Woche oder mal einen Monat ohne Sex auskommen. Gegen Abend streamte Rainer wieder und redete über seine Trainings- und Kampfsporterfahrung. Weißt du, jemanden aufgrund seiner körperlichen Attribute zu beleidigen, zeugt von einer niedrigen Gesinnung und einem kleinen Penis in der Hose. Die Kraft ist völlig unerheblich. Ich kann einen umhauen, der 10-mal stärker ist als ich. Einfach nur, wenn ich richtig zuschlage an der richtigen Stelle. Und die meisten Leute, die trainieren sowieso nur ihre Oberarme.
Man muss den Muskel immer auf Spannung halten. Man darf nicht ganz zu einem her. Man darf nicht ganz zu einem her, weil das ist ein Ruhezustand. Und wenn du ganz nach unten gehst, ist auch ein Ruhezustand. Ja, Kollege, ich habe 6 Jahre Kampfsport gemacht. Ich weiß durchaus, wie das geht. Brauchst du gar nicht lachen, Alter. Du bist ja 2 Meter groß, oder? Kann das sein? Ja, ganz so groß bin ich nicht. 1,90, 1,96, irgendwas in der Größenordnung. Ich weiß es nicht genau. Wobei, ich glaube, neulich hat man mich gemessen. Da war ich, glaube ich, 1,89. In dem Video Kein Strom, wie war das, ging Rainer noch einmal auf die stromlose Zeit ein. Es war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Es war sehr interessant und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das hört sich lächerlich an irgendwie, oder? Aber es war wirklich so. Es hat wirklich Spaß gemacht, wirklich mal keinen Strom zu haben. Ich konnte keine Videos machen, ich konnte keine Streams machen. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendwas in die Richtung zu machen. Dann kam er auf die Dame, mit der er damals gemeinsam den Zoo besucht hatte, zu sprechen. Also sie ist eine sehr, sehr schöne Frau, eine sehr anziehende Frau, mit der ich gerne auch mehr Kontakt gehabt hätte oder hätte. Aber, und damit ist nicht gleich wieder das gemeint, was ihr wieder denkt, und das sagen die Leute immer, ich bin pervers. Also es ist eine sehr, sehr wunderschöne Frau, ja, aber wegen dem Hate ist natürlich klar, dass ich mit jemandem nichts anfangen kann und dass ich deswegen momentan absolut kein Interesse an Frauen habe, weil es einfach, das ist einfach nichts, also das passt einfach nicht zusammen. An diesem Tag eröffnete Rainer eine neue Facebook-Seite und beschwerte sich in einem Post über die Polizei. Am 3. Dezember beschloss Rainer, die Poster zur Weihnachtszeit günstiger anzubieten. Am 4. Dezember erschien das Video, was wirklich in Köln geschah. Darin erklärt Rainer, er habe über World of Wolfram gelogen, da Funk ihn gebeten hatte, seine Beteiligung am Dreh zu verschweigen. Daraufhin war es für ein paar Tage still um Rainer, weshalb Hater spekulierten, dass er erneut keinen Strom hatte. Am 8. Dezember erschien dann mit dem Video Neues Spiel und Amiibo ein Lebenszeichen. Darin stellt er seine Einkäufe vor, darunter ein Videospiel und ein Amiibo. Nachdem er verlautbart, mittlerweile seine Internetrechnung bezahlt zu haben, hebt er in der Küche die Tür aus den Angeln. Das lasse ich mal unkommentiert. Am 11. Dezember gab es dann wieder einen Stream, in dem Rainer damit prahlte, schon Massen an Hatern verprügelt zu haben. Und hinterher rennen 30 bis 40 Leute oder über 100 Leute, ich weiß nicht wie viele das waren, einfach mal schreiend vor einer Person weg. Das nenne ich Macht. Nö, ich würde ja die Prügel rausschmeißen, aber 100 Leute haben Angst, dass ich ihnen die Fresse poliere. Das müsste mal geben, Alter. Am 12. Dezember erschien dann ein Interview mit Rainer, welches für Boneclings inszeniert worden war. Dabei gab sich jemand als Reporter von einem fiktiven Musikmagazin aus, konnte allerdings in dem Interview nicht wirklich neue Informationen über Rainer herausfinden. Am 13. Dezember hatten es Hater geschafft, in Emskirchen ein Plakat mit der Aufschrift »Besiege dein inneres Schaf und geh arbeiten« aufhängen zu lassen. Im Stream gab Rainer Ahnungslosigkeit vor. Hast du schon das schöne Plakat gesehen? Ich weiß nicht, von was für komischen Plakaten ihr die ganze Zeit sprecht. Keine Ahnung. Du wirst es sehen, wenn du wieder zum Rewe musst. Ich war heute 2-mal in der Rewe. Du bist schwul. Der ist geil. Am 14. Dezember versuchte Rainer auf YouNow zu streamen, wechselte aufgrund technischer Schwierigkeiten aber dann zu Hitbox. Allerdings wurden dabei die Namen neuer Follower im Stream eingeblendet. Ach Leute, könnt ihr euch nicht einfach einmal im Leben benehmen? Ich verstehe es nicht, warum ihr immer so einen Kindergarten abziehen müsst. Nur mal kurz dazu gesagt, wenn ihr jetzt meint, dass ihr mir schreiben könnt, nur weil ihr mir folgt, das haut nicht hin. Ihr müsst abonnieren, wenn ihr schreiben wollt. Geht leider nicht anders mit den ganzen Arschlöchern da draußen, die nur Scheiße bauen. Okay, wenn ihr euch nicht benehmen könnt... 27 Jahre Jungfrau. Auch eine Anspielung. So, wenn ihr euch nicht benehmen könnt, dann machen wir die Alerts eben aus. Damit habe ich auch kein Problem. Dann eben nicht. An diesem Tag wurde der Hater, Based God,
der einst den Feuerwehreinsatz bei Rainer verursacht hatte, zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 5 Monaten verurteilt. Davon entfielen nur 6 Monate auf den Feuerwehreinsatz. Obwohl er vor allem vielfach Kreditkartenbetrug begangen hatte, stand er wegen einer langen Liste an Vorwürfen vor Gericht, darunter zum Beispiel auch Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Von der Polizei erwischt wurde Based God unter anderem auch wegen seiner Streiche und weil er im Internet mit seinen Taten geprahlt hatte. Bei der Verhandlung wurde auch enthüllt, dass Based God über 70 E-Mail-Adressen hatte, fast alle davon auf Rainer Winkler oder Ähnliches registriert. Anscheinend nahm Rainer mittlerweile keine Pakete mehr an, da ihm Based God massenweise illegal mit fremden Kreditkarten bezahlte Waren geschickt hatte. Am 15. Dezember streamte Rainer dann Skyrim auf Hitbox. Am 17. Dezember zeigte er sich getrübt im Juno-Stream und antwortete einem User mit dem Namen Bitte töte dich endlich. Weißt du was, ich bring mich wirklich um. Und dann bist du schuld und dann frage ich mich, ob du damit leben kannst, du Arschloch. Ohne Scheiß, Alter. Tu uns allen einen Gefallen und lass dich in die Psychiatrie einweisen, wenn du solche Sachen ins Internet schreibst. Weil irgendwann bringt sich wirklich einer um und dann bist du dran schuld. Und dann bist du wahrscheinlich derjenige, der Selbstmord macht. Dann erschien das Video Drache Take Folge 1 Metal. Darin scheitert Rainer daran, Metal und die damit verbundene Kultur zu definieren oder zu beschreiben. Metal hat auch eine Kultur. Also es gibt die Kultur des Metal. Genau wie es die Kultur des Hip-Hop, die Metal-Kultur, die vegane oder vegetarische Kultur gibt oder natürlich verschiedene, ja, es gibt natürlich verschiedene Länder, da gibt es verschiedene Kulturen, es gibt verschiedene Religionskulturen und so weiter und so fort. Dann schweift er ab und redet darüber, dass die Leute ihm absprechen, ein echter Metaler zu sein und dass die Hater versuchen, ihn fertig zu machen. Auch behauptet er, die anderen Kinder hätten in der Schule versucht, ihn zu verprügeln. Laut einer Gruppe an Besuchern, die sich selbst nicht als Hater sahen, warf Rainer mit einer Bierflasche nach ihnen und drohte mit Gewalt, als sie an diesem Tag ein sachliches Gespräch mit ihm führen wollten. Im Stream beschwerte sich Rainer wieder einmal über Lag auf YouNow und wechselte dann auf Twitch, wo es allerdings auch nicht besser lief. Am 19. Dezember erschien dann Dragon Monday Folge 39 Warum Victor? Da Iblali in einem neuen Video so getan hatte, als ob er ein Drachenlord-Tattoo hätte, glaubte Rainer, er würde damit versuchen, Rainer bekannter zu machen und ihn so zu unterstützen. Dann erklärt Rainer, warum er seiner Meinung nach gehatet wird. Ihr seid Individuen, ihr habt was Besonderes, deswegen werdet ihr gemobbt, deswegen werdet ihr geärgert, deswegen werdet ihr gehatet. Jeder, der gehatet wird, sollte sich eine Frage stellen. Warum? Und diese Frage beantworte ich euch ganz einfach. Ihr seid etwas Besondereres als andere. Und das war bewusst so ausgesprochen. Ihr seid etwas Besondereres. Ihr seid besonderer als diejenigen, die euch haten. Jeder Mensch ist was Besonderes, jeder ist ein Individuum. Aber die wenigsten verhalten sich wie solches. Und ich mach das. Auch erschien an diesem Tag ein Let's Play von Life is Strange, in dem Rainer demonstriert, dass er immer noch gravierende Defizite im Lesen hat. Ich kann nicht viel von ihm wahren, hätte mir deswegen fast Gag-Titel aberkannt. Herbstliche Atmosphäre im Klingelständer, perfekt, da ich an Halloween mit Dann gab es wieder einen Stream mit Gewaltandrohungen gegenüber den Hatern. Atemlos schlag ich sie, hause um und schau zu, wie sie frecken alle zusammen. Hater sind so schlecht wie sonst nix, Schmann. Wartet mal. So, Gürtel aufmachen. Der Ofenkäse war wohl ein bisschen viel vorhin. Diesen Silvester kann ich definitiv nicht nach Köln. Ich habe das Silvester schon was vor. Alleine zu Hause sitzen und weinen. So way died you bescam a farmer.
I want to make down of money. I wanted to... Was? I wanted to escape my old life. Wanted? Ich folge dem alten Leben? Was? Am 20. Dezember aß Rainer Ofenkäse ohne Beilagen live im Stream. Am 21. Dezember versuchten die Hater Rainer während des Hitbox-Streams mit Donations zu provozieren. Währenddessen mühte sich Rainer ab, den Text in einem Videospiel vorzulesen. Was? Eine Flasche von relativ sauberem Wasser ist das, was dem Wassertropfen Erotics, was am nächsten kommt. Als Rainer während des Streams nach draußen ging, da Leute vor seinem Haus waren, bannte seine Moderatorin Abby Sunrise Trolle, die Rainer mit obszönen Namen auf Hitbox folgten. Der Chat war jedoch sowieso nur für Abonnenten offen. Das bedeutet, dass die Accounts erst dadurch, dass Abby sie bannte, im Chat überhaupt zu sehen waren. So, weiter geht's. Immer diese Feiglinge. Ganz ehrlich, wenn sie keine Eier haben, um aufs Maul zu kriegen, dann brauchen sie hier gar nicht auftauchen. Lern lesen, Spacki. Ja, lern du lieber mal anständig respektvoll mit jemandem umzugehen, der mehr wert ist als du, weil du dich wie der letzte Arsch verhältst und dementsprechend weniger wert bist. Soll ich Nietzsche zitieren? Erst wenn der letzte Baum gefällt, erst wenn der letzte See vergiftet, ich weiß jetzt nicht genau, wie es geht. Auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, ich musste das Zitat mal wieder nachlesen. Erst wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fluss vergiftet, das letzte Brot verzehrt ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie das ganze Zitat ist, aber... Am 22. Dezember rauchte Rainer im Stream eine Pfeife. Später ging er nach draußen, um Besucher anzubrüllen, die angeblich mit Böllern geworfen hatten. Scheiße glatt! Ich persönlich hoffe, dass die einen Unfall bauen. Das ist echt böse, aber ich hoffe, dass die einen Unfall bauen. Und dass die dann vielleicht endlich mal in ihrem Leben ein einziges Mal eine Erkenntnis haben, dass sie die Idioten sind. Ein Hater hatte sich die Mühe gemacht und eine Liste erstellt, laut derer im Zuge von Rainers Stream am 21. und 22. Dezember insgesamt 1322 Personen gebannt wurden. Am 23. Dezember erschien dann das Video Drache is back Folge 1 Facebook, in dem Rainer Facebook mit rechtlichen Schritten droht. Dann bringt er den Drachenlord als Charakter zurück. Und willkommen! Fuck Facebook! Dreimal habe ich mich jetzt da scheiß bei dem Fuck da angemeldet. Und verfickte dreimal haben diese Arschlöcher mich jetzt doch tatsächlich jedes Mal wieder rauskauen. Und ich muss jetzt dreimal meinen Kanal wiederherstellen. Und jetzt haben sie mich gesperrt wegen Spam! Boah! Alle ohne Scheiß! Was soll denn der Fuck? Ich hab überhaupt nicht gespammt! Was soll denn die Fuck-Kacke da, Alter? Ohne Scheiß, ich hoffe, dass Facebook ihr Wichser! Dieser Scheiße hier sieht, Alter! Und endlich mal was gegen jede Scheißwichser machen! Ich glaube, ihr habt den Arsch offen, Alter! Facebook, Alter, du blöder Wichser! Mach deine Scheiße mal richtig! Nicht blocken wegen Spam, ohne Spam! Und dann herzugehen und meine Scheiße zu melden! Schau, dass er meine Account wieder freischaltet, ihr blöden Pisser! Und schau, dass ihr die ganzen Heide löscht! Und ich gehe mal rechtlich gegen euch vor! Was ihr für eine Scheiße macht, ohne Kack, Alter! Ich bin derjenige, der die Arschkarte hat! Fuck, Alter! Ihr lasst doch die ganze Scheiße von meinen Hatern zu, Alter! Ihr seid überhaupt der Grund, warum so viel von meinem Hate überhaupt so weit rausgehen konnte! Lach schon, ihr Wichser! Facebook, ihr Wichser! Und diese ganzen Hater, ihr Wichser! Ohne Scheiß, Alter! Facebook! Ich geb da eine Woche, Alter! Mach meinen scheiß Account wieder frei, oder es gibt echt Arschkarte! Tschüss, ihr Wichser! Während Rainer an diesem Tag streamte, ging er erneut nach draußen, um Besucher zu konfrontieren. Nach etwa einer halben Stunde kam er zurück und berichtete aus seiner Sicht, was vorgefallen war.
bin jetzt so lange weg gewesen, weil ich jetzt auf die Bullen gewartet habe, die nicht gekommen sind. Die Polizei, ich bitte um Entschuldigung. Und habe jetzt, ich warte jetzt drauf, dass die kommen, oder ich habe jetzt drauf gewartet, dass die kommen. Und die sind doch jetzt tatsächlich nicht in der Lage, ihren Arsch hierher, bitte um Entschuldigung, ihren Arsch hierher zu bewegen und wirklich mir zu helfen. Mir hat jetzt jemand versucht, die Pulsader aufzuschneiden oder aufzuschlitzen. Am Daumen bin ich verletzt. An meinen Haaren ist gezogen worden. Ich habe ein paar Haare jetzt verloren. Also nicht so schlimm natürlich, aber es tut natürlich jetzt scheiße weh. Noch einige andere Sachen. Versuchte Körperverletzung, Drohungen, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. Also die haben jetzt auch von meinem Tor was kaputt gemacht. Waren zu fünft, also auch noch Drohungen. Also ich habe auch noch Angst um mein eigenes Leben jetzt quasi gerade gehabt, auch weil jetzt wirklich fünf Leute gegen mich losgegangen sind. Davon drei wirklich über meinen Zaun gesprungen sind, über mein Hoftor gegangen sind, dementsprechend Hausfriedensbruch begangen haben. Ich habe jetzt auch noch jemanden gefragt, weil ich kenne jemanden, ich habe jetzt noch jemanden gefragt, ob die Person weiß, was ich machen kann wegen sowas. Ob man da irgendwie rechtlich gegen vorgehen kann, gegen die Polizei natürlich, meine ich jetzt. Ob es da irgendwelche Anlaufstellen gibt, weil es ist jetzt nicht das erste Mal und es wird vermutlich auch nicht das letzte Mal sein. Und die Polizei macht einfach ihren scheiß verfickten Job nicht. Ich frage mich ganz ernsthaft, warum die scheiß verfickte Polizei ihren verfickten Job nicht macht. Das ist unterlassene Hilfeleistung der Polizei. Ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob man es erkennt mit der scheiß Kamera, also mir hat wirklich jemand versucht, hier die Pulsschlagader aufzureißen. Also in der ich persönlich gehe schon davon aus, dass die Polizei bei mir vor der Matte steht und dann sich bei mir beschwert darüber, dass ich auch noch die Wahrheit sage. Das sehe ich nämlich schon kommen, weil wir da irgendwelche Idioten bei denen anrufen und dann irgendwelche Soundsamples oder so von mir abspielen. Ich warte ja ehrlich gesagt schon drauf, dass sie irgendwann herkommen und sagen, ja, Aufruhr, öffentlichen Ärgernis, ich bin schuld und mich hinterher auch noch anzeigen oder auch noch einsperren deswegen. Wenig später tauchte die Polizei dann doch noch auf. Am 26. Dezember äußerte sich Rainer im Dragon Monday zu den Besuchen. Er erklärte, er hätte damals die Einladung zum Grillen deswegen ausgeschlagen, da er schon sehr schlechte Erfahrungen mit Hatern gemacht hatte, wie etwa während der Schlagstockattacke. Rainer schien ja etwas verwechselt zu haben, da die Einladung zum Grillen sich etwa einen Monat vor der Schlagstockattacke ereignet hatte. Dann erklärte er, seine Facebook-Seite wäre wieder gelöscht worden, und damit hätte er die 1 bis 200 Euro, die er in ein Spiel auf Facebook gesteckt hatte, verloren. Er kündigte an, den Posterverkauf bis April zu pausieren. Dann redet er über seine Abonnentenzahl. Die von ihm vorhergesagten 100.000 Abonnenten hatte er 2016 nicht erreicht. Stattdessen hatte er nur etwa 36.000 Abonnenten. Dann trifft er eine Vorhersage für 2017, wobei er seine momentanen 36.000 Abos auf 3.600 Abos aufrundet. Aktuell mache ich knapp 2.400 Abos und das monatlich. Wenn man das jetzt hochrechnen würde, ich persönlich schätze, dass ich die 50.000 bis vielleicht wirklich 75.000 bis Ende des Jahres erreiche. Ich würde mich sogar weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich schaffe vielleicht sogar dieses Jahr die 100.000. Rainer erklärt, weiterhin kompromisslos seine Ziele auf YouTube zu verfolgen. Egal was jetzt kommt, egal was passiert, ob Freunde, ob Familie sich von mir endgültig distanzieren, was bei Familie größtenteils schon passiert ist, bei Freunden noch nicht ganz. Aber trotzdem sollte sich jetzt wirklich jeder von mir lossagen, ich werde weitermachen, egal was kommt. Ich habe ein Ziel in meinem Leben, ich habe einen Punkt, den ich erreichen möchte mit YouTube, mit meiner Reichweite, mit meiner Größenordnung. Ich möchte ein Zeichen setzen, dass man sich nicht den Menschen unterwerfen muss, die meinen, sie sind stärker, nur weil sie eine Masse sind. Ich bin alleine, ich stelle mich alleine gegen 100 Leute und das habe ich tatsächlich reell auch schon gemacht mit den Leuten, die mich mit einbeschmissen haben. Da waren wirklich fast 100 Leute oder was, die auf mich losgehen wollten und ich bin einfach mal schnurstracks auf die zugerannt, was dafür gesorgt hat, dass sie sich alle umgedreht haben und abgehauen sind.
Ich habe in dem Moment mein Leben riskiert und ich würde das jederzeit wieder machen. Ich will ein Zeichen setzen. Und auch wenn mir die Polizei nicht hilft, auch wenn mir keine Anwälte helfen, auch wenn mir sonst niemand hilft, ich mache mein Ding. Ich stehe alleine. Das war aber nie anders. Das war in meiner Schulzeit so, das war nach der Schulzeit so und es wird vermutlich noch in 100 Jahren so sein. Aber vielleicht wird irgendwann irgendjemand aufwachen und sagen, ey, das kann jetzt so weitergehen, dem helfe ich jetzt oder da wird geholfen. Und dann passiert es vielleicht, dass die ganze Menschheit irgendwann mal aufwacht. Das ist meine Hoffnung. Am 28. Dezember veranstaltete Rainer dann endlich den lang ersehnten Spendenstream. Darin berichtete er, die Verletzungen von der Schlagstockattacke würden ihm seit Weihnachten wieder zu schaffen machen, sodass er teilweise Probleme mit dem Atmen hätte. Als Ziel hatte sich Rainer zwar nur 1.000 Euro gesetzt, trotzdem erreichte er an diesem Tag lediglich 64 Euro. Am 29. Dezember streamte er sichtlich unter Schmerzen, welche er auf die Schlagstockattacke zurückführte. Angeblich nahm er nun sogar mehrere Schmerztabletten, um überhaupt einschlafen zu können. Am 30. Dezember erschien das Video »Das war das Jahr 2016«. Darin redet Rainer hauptsächlich wieder über die Hater, Gronkh und Iblali. Später gab es dann noch einen Stream auf Hitbox, in dem er wieder Spenden sammelte. Insgesamt hatte Rainer mit den Spendenstreams doch fast 400 Euro eingenommen. Hierbei ist jedoch nicht mit einberechnet, dass etliche Spenden eventuell später zurückgezogen wurden. Zusätzlich zu Rainers prekärer Finanzlage kam noch das mittlerweile schlechte Verhältnis zur örtlichen Polizei. Da Rainer die Polizei schon öfter wegen Belanglosigkeiten gerufen hatte, zögerte diese mittlerweile zu ihm zu eilen. Darauf reagierte Rainer mit öffentlichen Beleidigungen, was die Beziehung nur weiter verschlechterte. Dies sollte ihm in der Zukunft noch zum Verhängnis werden.